Hallo und herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich heiße euch wieder mal in meiner Küche willkommen und heute machen wir Spaghetti Carbonara. Ja, was brauchen wir für Spaghetti Carbonara? Erstmal Nudeln natürlich, Parmesan ist sehr wichtig, Knoblauch, Eier und Speck. Ich habe gewürfelten Speck genommen, man kann natürlich auch Scheiben nehmen, wie man möchte. Aber frisch von der Theke gewürfelt ist halt am besten. Ja, Gewürze, Pfeffer und Salz und vielleicht ein Schuss Milch. Wenn man es ein bisschen cremiger haben will. Ich mache eine Zucchini dazu und ja, kleine Kirschtomaten. Ich habe nur noch so ein paar Papier, weil das passt, glaube ich, super toll in das Gericht. Ja, dann haben wir noch unser Öl, was wichtig ist. Und dazu werden wir wahrscheinlich einen Weißwein trinken. Mal ausprobieren, einen französischen. Die Zucchini habe ich jetzt in Spalten. Kleine Dreiecke. So, und jetzt dünn abschneiden. Den Knoblauch ganz normal werde ich hacken. Ich mache nichts Kompliziertes raus. Schälen. Und dann so. Ein bisschen Streifen schneiden. Ungefähr so sollte das Knoblauch aussehen dann. Und dann haben wir hier die Tomaten. Die einfach einmal halbieren. So, unser Parmesan ist sehr weich. Der bröckelt mir ab. Kann nicht so stark hier reiben. Hat 2 Euro gekostet. Hat ein tolles Aroma. Er riecht auf jeden Fall gut. Schmecken wird er natürlich auch gut. Aber umso älter, umso besser, sagt man bei Parmesan. Ne? Unsere Pfanne ist heiß. Als erstes machen wir unser Speck. Ohne Fett, ohne alles. Das Speck hat eigentlich so viel Gewürze schon an sich von alleine. So, ne? Also so viel Würze an Salz, dass man eigentlich nichts machen muss. Und dann Nudeln kochen hier auf kleinster Stufe vor sich hin. So, unser Speck, der ist hier am Rumschmoren. Unsere Nudeln sollten fertig sein, nehme ich jetzt runter. Einfach nur abgießen und einfach hier stehen lassen. Wir kümmern uns hier weiter drum. So. Wir warten, dass der Speck ein bisschen mehr Geschmack noch verliert, ein bisschen krosser. So, wir können den Knoblauch schon reinmachen, lange. Ja, Knoblauch. Dann kommt jetzt unsere Zucchini rein. Ich mache jetzt was von meinem Öl rein. So, unsere Tomaten tun wir jetzt noch dazu. Und lassen das alles jetzt hier ein bisschen anschmoren. Was richtig toll noch ist, ist jetzt gleich, ich habe noch Petersilie frische, die werde ich hier auch noch hacken, packen auch noch dazu. Ein paar Kräuter und dann fangen wir auch gleich an zu würzen. So, das lassen wir jetzt hier stehen. So, ich habe unser Petersilie hier. Die schneide ich jetzt einfach ein bisschen runter. Ja, noch ein bisschen hier. Wir wollen es nicht ganz klein häckseln. So, unsere Gemüsepfanne, Speck hier ist am Brutzeln. Ich mache jetzt ein bisschen Pfeffer rein. Ja, das Brot ist hier. Ja, kann ruhig ein bisschen Würze dran. Habe ich hier meinen Teller mit Salz. Ja, auch mal ein bisschen was. Und dann ziehen wir unsere Petersilie hier mit ein. So. Jetzt kommen unsere Nudeln hier rein. Pfanne ist wieder heiß. So. Ja, wie kriegen wir das jetzt alles verteilt hier, ne? Jetzt kommt unser Eigelb ins Spiel. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Nudeln reinmachen, damit wir auch wirklich alles hier rauskriegen, was wir wollen. So, das lassen wir kurz stehen. Jetzt kommt unser Parmesan direkt so drauf. Ja, nehmen wir so ein bisschen fürs Dekorieren gleich noch runter. Und jetzt ich mache noch ein bisschen Öl dran. Gibt auch noch mal Aroma. Und einen kleinen Schuss Milch. Und fertig ist das Essen, nochmal verrühren und jetzt gehen wir gleich ins Anrichten. Auf leckere Spaghetti Carbonara like Dynamic Food.